Wenn ihr auf der Suche nach einer neuen Formation und Taktik seid, dann schaut unbedingt hier rein, denn ich teste mit euch zusammen die 4-3-2-1 Formation und dazu eine gehörige Taktik. Also wenn ihr neue Impulse braucht und meine Meinung zu dieser Formation dann hören wollt, dann bleibt dran. Doch bevor wir reingehen, hier noch eine wichtige Message für euch. Falls ihr neu auf dem Kanal sein solltet, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, erlaubt alle Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst und klickt auf den Like-Button, wenn es euch gefällt. Außerdem rate ich euch, auf dem Community-Tab auf meinem Kanal vorbeizuschauen, denn dort kann ich viel besser mit euch interagieren und wir können uns sozusagen besser austauschen und näher kennenlernen. Auf diesem Kanal gibt es eine große Bandbreite an FIFA-Content. Es beginnt bei RTG-Gameplay, Division Rivals, Weekend League, Squad Builder, aber natürlich auch Pack-Openings mit den ganzen Rewards und natürlich FIFA 23 Tutorials, damit ihr besser werden könnt. Also, wenn euch dieser Content gefällt, dann bleibt unbedingt auf diesem Kanal. Und das Beste an dem Kanal ist noch die Intention. Denn meine Intention mit diesem Kanal ist es, eure Lebensträume wahr werden zu lassen. Deswegen schreibt diese unbedingt in die Kommentare, was eure Lebensträume sind, um die Chance zu haben, dass diese wahr werden können. Denn ich glaube, wenn ihr eure Lebensträume wahrhaftig erlebt, dass ihr dadurch zu einer glücklicheren, zufriedeneren und sich selbst mehr liebenden Personen werdet, weil ihr eurem Herzen genau das gibt, was es ohnehin schon will und ihr deswegen auch eine andere Energie nach außen strahlt und deswegen von reinem Herzen anderen Menschen helfen, unterstützen und zum Erfolg führen können, weil ihr nichts mehr braucht, sondern nur noch geben könnt. Und dafür will ich nun ein kleiner Anfangspunkt sein, um diese Message nach außen zu tragen. Und ich freue mich, dass ihr hier seid und diese Reise mit mir gehen wollt. Und mit dieser Intention gehen wir jetzt in die Folge rein. So, jetzt seht ihr, wir sind im Team. Wir gehen in die individuelle Taktik hinein. Und wie gesagt, die 4-3-2-1 werden wir testen. Mit dieser Taktik, Defensivstil ausgeglichen, Breite 50, Tiefe 71, eventuell gehe ich da auf 45 wieder runter. Aufbauspiel 70, Aufbauspiel ausgeglichen. Chancenerarbeitung läuft in die Spitze, spiele ich auch in meinen anderen Formationen zurzeit. Breite 71, Spieler im Strafraum 7. Und wir spielen auf den Außenverteidigern. Hinten bleiben bei Angriffen und übergreifend, weil wir in-game, beziehungsweise werde ich es einmal ohne Steuerkreuz oben links ohne offensive Außenverteidiger spielen und einmal mit. Aber ich glaube, mit kann die richtig geil werden. Dann in der ZDM, der tiefere ZM in eurem Mittelfeld, bekommt in Verteidigung absinken und Mitte abdecken. Und der andere ZM bekommt hinten bleiben für Flanken in den Strafraum und Flügel abdecken. Und der andere, der etwas defensivere in meinem Fall, hinten bleiben, für Flanken trotzdem in den Strafraum und Mitte abdecken. Die äußeren Stürmer bekommen nur Abwehr überlaufen und Defensive verstärken und der Stürmer bekommt Abwehr überlaufen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass diese Taktik ich 1:1 erstmal übernommen habe von Mirza Jahic. Grüße gehen raus, um diese Formation zu testen und ich werde sie dann Stück für Stück auf mich anpassen und das solltet ihr jeweils auch. Ihr kriegt sozusagen, ihr könnt gerne die Taktik kopieren und sehen, wie sie für euch läuft. Aber wichtig ist, dass ihr dann euren Spielstil darauf anpasst, um auch mit dieser Taktik euren Spielstil spielen zu können, weil es bringt nichts, nur die Taktik zu kopieren und dann sagen, es bringt nichts oder es hilft nicht. Das ist dann eher so, dass es auf euren individuellen Spielstil nicht passt. Und entweder passt die Formation denn nicht auf euren Spielstil, weil ihr gewisse Räume nicht attackieren könnt, die ihr eigentlich angreift mit eurem normalen Spielstil. Oder ihr habt einfach
noch falsche Anweisungen drin, die ihr auf euren Spielstil überschreiben könnt. Oder, wie gesagt, die individuelle Taktik ist einfach nicht passend für euch. Vielleicht müsst ihr defensiver stehen, vielleicht müsst ihr einen anderen Offensivstil nehmen. Das ist dann in eurer Hand. Aber wie gesagt, ich gehe erstmal so rein und ich würde sagen, dann legen wir auch direkt mal los. Wie gesagt, wir sind ja, wie ihr in der letzten Folge hier gesehen habt, neue Saison, neue Division in Division 4 und wollen uns natürlich nach vorne arbeiten. Und ja, natürlich beim Testen einer Formation ist das Ergebnis erstmal zweitrangig, aber wir wollen natürlich Siege holen, vor allem für die Weekend League Rivals Rewards. Also, gehen wir doch rein in dieses Game gegen FC Kosovo. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gezockt, kann es sein? Namen kommen mir irgendwie bekannt vor. So, richtige Formation ausgewählt. So, dann gehen wir hier über Walker erstmal. Müssen wir uns natürlich erstmal reinfinden. Können wir hier auf MAP erstmal spielen. Hier ganz unten ist Walker. Jetzt ist da in der Mitte, ja, den können wir nicht ganz anspielen. Oh, jawohl. So. Den haben wir hier mit Mbappé. Jetzt können wir hier ein bisschen Platz nehmen. Der ist gut. Können wir durchchippen auf Neymar. Der geht nicht ganz rein. Schade. Aber das hat mir schon mal gut gefallen. Durch diese mittige Besetzung da. Ja, Koulibaly ist da zur Stelle. Können wir mal probieren, auf Mbappé da durchzuspielen. Mbappé setzt sich sogar fast durch. Den falschen Spieler ausgewählt, aber wir sind mit Koulibaly letztlich da. Können wir raus mal auf Walker spielen. Mbappé. Okay. Über den ZM mal auf die andere Seite. Auf Cap de Villa. Okay. Ah, da war eigentlich kurz Havertz frei. Da dachte ich, ich kann ihn so anspielen. War dann aber nicht der Fall. Aber was ich bisher so merke, vor allem im ZM-Bereich jetzt, dass ich dort wirklich viel kompakter stehe. Weil die Mitte ist extrem gut abgedeckt, da ich sozusagen bei allen... sowas darf ich nicht spielen. Da ist zum Glück Abseits, aber da ich sozusagen bei allen hintenbleiben bei Angriffen drin habe, ist es wirklich bisher extrem kompakt. Was mir erstmal schon gut gefällt. Walker, können wir nochmal auf Walker spielen, der kommt auf Havertz. Oder wenn, leider ist da Neymar innenlang gelaufen, wenn er da außenlang läuft, ist es komplett offen. Ist er komplett durch. So, jetzt müssen wir hier aufpassen. Genau, weil er außen und innen geschickt haben, aber das können wir gut klären. Walker, Mbappé, Walker. Okay. Ah, dieser Ball kommt nicht. Okay. Haben wir mit Araujo. Diesen Ball darf ich nicht spielen.
Ja, da hat das Timing kurz nicht funktioniert mit Araujo. Und dann war es da offen. Ich werde jetzt mal kurz mit offensiven Außenverteidigern die Formation testen. Oh, let's go. Oh, der war richtig schlecht. Araujo ist da. I like that. Messi. Können wir druckvoll auf Messi spielen? Und jetzt haben wir die Situation, dass da Capdevila überläuft. Nochmal ein bisschen verzögert. Havertz. Oh, wenn die Schusstäuschung kommt, ist extrem offen. Da sind wir mit Walker. Havertz. Nehmen wir Walker wieder mit. Walker kann da durchlaufen mit Lengsi. Druckvoll in die Mitte. Da ist die Bude mit Sissoko, bin ich der Meinung, wa? Ist, glaube ich, sein erster Treffer in unserem Team. Yes, Koulibaly ist da. Mbappé. Walker. Neymar. Ah, da war eigentlich die Lücke für Havertz. Oh, kriegen wir eigentlich fast wieder den Ball. Müssen wir hier aufpassen. Macht er gut. Aber Koulibaly ist da. Messi. Jetzt haben wir oben genau diesen Raum da. Jetzt können wir den Druck voll in die Mitte spielen. Da ist Messi. Wie gesagt, diese Situation hätte ich noch cleverer ausspielen können. Ja, aber ich merke, es ist auf jeden Fall voll mit diesen offensiven Außenverteidigern. Hast du noch mal eine ganz andere Offensivwucht, sage ich mal. Wie gesagt, trotzdem habe ich noch nicht ganz raus, welche Räume, sag ich mal, in dieser Formation wirklich zu attackieren sind, um die extrem effektiv zu spielen. Ich weiß nur, du solltest über die offensiven Außenverteidiger kommen. Zum Beispiel hier über diesen Halbraum dann. Und dann kannst du ihn durchspielen, also fast zumindest. Nein, oh, verschätze ich mich zum Glück. Rücke ich zu weit raus? Come on, man. Den haben wir, Araujo, Messi. Spielen wir den mal darauf auf Walker. Nochmal zurück, schicken Walker. Okay. Spielen wir auf dem anderen Außenverteidiger. Auch wenn da. Warum läuft denn Neymar da am Anfang nicht durch? Müsste Abseits sein, ist kein Abseits. Müssen wir extrem aufpassen, genau auf diesen Ball. Stark gemacht, Mbappé. What the hell? Jo.
Kommt davon, wenn man sich zu früh freut, weil dann hat man die Hände nicht am Controller, wenn der Nachschuss kommt, ne? Sehr crazy, ne? Und der setzt sich durch, Alter. WTF. Ja. Können wir mal eine Außenrissflanke probieren? Ja, wenn er mit dem Außenriss spielen würde. Okay, man kann die sich auch einfach fallen lassen. Nice, da ist der Raum für Havertz. Havertz setzt sich durch. Macht den Ball nicht. Aber da, ehrlich gesagt, da habe ich gerade gemerkt, okay, Lengsi ist jetzt doch nicht mehr so crazy. Auf jeden Fall ist Havertz nicht mehr komplett weggesprintet, sagen wir es mal so. Aber die Sache ist halt, durch seinen Körper und Co. hat er sich halt trotzdem noch durchgesetzt. Und das meine ich halt. Können wir sogar auf Zakaria spielen. Oder auch nicht. Boah, ganz stark da. Wie der Messi reinkommt. Ach, komm on. Zum Glück macht er ihn nicht. Schöner Ball auf Messi da. Schöner Ball auf Mbappé, Messi, Cap de Villa. Da fehlte mir aber die Anspielstation. Da ist Araujo, Cap de Villa, Messi. Ah! Da verliere ich den Ball zu schnell. Sind wir aber. Chip. Genau, auf Messi sollte der eigentlich sowieso kommen. Und Messi macht den rein. Let's go. Mit so einem verkappten Außenrissschuss, Junge. Ja, aber dieser Chip war eigentlich schon direkt auf Messi. Gedacht, bloß Havertz hat es irgendwie angewählt bekommen. Aber das, seht ihr, das ist das Problem, wenn du die ganze Zeit offensive Außenverteidiger spielt. Cap de Villa ist tot und Walker ist tot. Deswegen, dass ihr da trotzdem ein bisschen flexibel bleibt oder halt Außenverteidiger einwechselt. Deswegen nehmen wir das mal kurz nochmal raus und spielen für die letzten paar Minuten ohne die offensiven Außenverteidiger. Um zu schauen, wie es ist, aber er hat anscheinend jetzt eh keinen Bock mehr. Das heißt aber auch, dass wir dieses Spiel denn gewinnen werden. Und ja. Ich mache jetzt hier auch nicht wirklich noch auf Balleroberung gehen. Weil er natürlich nichts mehr versucht. Come on. So. So trollerte. Aber generell, erster Eindruck ist schon ganz gut, vor allem mit diesem offensiven Außenverteidiger. Und ich habe langsam eine Idee, glaube ich, wie ich spielen kann. Und ich würde sagen, bis zum Einspielen
hat einen guten Einblick. Ich hoffe, ich habe euch einen guten Einblick in die 4-3-2-1-Formation gegeben. Ich werde es nochmal zusammenfassen. 4-3-2-1 in dieser Taktik, wie ich sie jetzt gespielt habe, finde ich extrem stark, vor allem mit offensiven Außenverteidiger, das heißt Steuerkreuz nach oben, Steuerkreuz nach links. Wenn ihr dann erst über einen Außenverteidiger kommt, beziehungsweise die schon höher stehen, könnt ihr oft direkt in die Mitte spielen und habt dann den Spot und die Möglichkeit, über euren zweiten Stürmer den anzuspielen und schnell durch die Mitte zu spielen oder einen zurück auf den ZM zu spielen oder dass ihr auf die Kette zuläuft und euer Außenverteidiger mitläuft und ihr den dann schicken könnt, sodass ihr auch das Flügelabbrechen-Konzept, was ich hier euch erklärt habe, nutzen könnt. Und deswegen offensiv, muss ich wirklich sagen, gefällt sie mir wirklich sehr. Ich sag mal, Probleme gibt es, wenn ihr früh den Ball verliert. Und das ist vor allem, wenn gerade jemand einen Angriff hatte und was jetzt nicht der Fall war, aber was ich mir eklig vorstellen kann, wenn der Pressing nach Ballverlust drin hat, weil ihr dann den Ball verloren habt und sehr zentral steht und letztlich auch nur zentrale Anspielstationen habt, dass da die Chance ist, dass ihr den Ball verliert, sehr hoch ist, beziehungsweise wenn ihr da noch ins Dribbling gehen müsst. Deswegen, das ist so das Manko, wenn ihr den Ball sehr früh im Spielaufbau verliert, weil eure Außenverteidiger dann schon hochstehen. Das ist eklig. Und ihr müsst bedenken, vor allem wenn ihr das ganze Spiel mit offensiven Außenverteidigern spielt, also manuell eingestellt, dann müsst ihr bedenken, dass so ab der 70., 75. hängt natürlich von der Ausdauer eurer Außenverteidiger an, dass eure Außenverteidiger extrem platt sind. Und das habe ich auch überlegt, auch gesehen, dass denn vor allem in den Spieltrainminuten du einfacher über die Außen ausgekontert werden kannst, weil die zum Beispiel neue Spieler bringen, aber eure Verteidiger nicht mehr mithalten können. Ja, das ist so die Kehrseite. Aber ich sag mal, im Grundsoliden finde ich die echt gut und ich denke, ich werde sie sogar noch weiter testen. Wie gesagt, sogar anfangen. Ich glaube sogar, du kannst anfangen, ohne offensive Außenverteidiger erstmal zu spielen. Und dann so, und teilweise habe ich jetzt auch gesehen, als ich ohne offensive Außenverteidiger gespielt habe, könnt ihr ja trotzdem mit der L1-Taste eure Außenverteidiger schicken, sodass sie indirekt offensive Außenverteidiger werden. Und vor allem das letzte Tor, das kann ich ja euch direkt zeigen. Dann könnt ihr nämlich auch teilweise hier diesen L1-R1-Dreieckball auf euren durchgelaufenen Außenverteidiger spielen. So, und habt es letztlich trotzdem, obwohl ihr offensive Außenverteidiger eigentlich nicht eingestellt habt. Deswegen würde ich euch raten, dass ihr erstmal ohne offensive Außenverteidiger ins Spiel reingeht und schaut, wie es läuft, weil ehrlich gesagt, in diesem Spiel lief es auch ohne offensive Außenverteidiger relativ gut. Aber wenn ihr merkt, so seit nach 20, 25, 30 Minuten, merkt ihr, offensiv komme ich irgendwie nicht so zurecht, mir fehlt da außen irgendwie was oder ich bin viel zu zentriert, dass ihr das dann mal anschaltet, so für 15, 20 Minuten oder bis ihr das Tor gemacht habt, aber dann wieder ausschaltet oder halt nur anschaltet, wenn ihr halt generell zurückliegt, um offensive Power geben zu müssen, so nach dem Motto, dann natürlich anschalten, aber um zu verteidigen, vor allem, sage ich mal, wenn ihr führt, ein enges Game führt, würde ich euch raten, offensive Außenverteidiger auszustellen, damit ihr hinten diese defensive Kompaktheit behaltet und da ihr bei dem ZDM in die Verteidigung absinken habt, habt ihr dadurch dann eine Fünferkette. Und das ist extrem geil und allein durch die Fünferkette hinten, weil sich der ZDM zwischen die Innenverteidiger fallen lässt, habt ihr generell schon diese Breite in der Verteidigung, sodass ihr eure Außenverteidiger schon breit ein bisschen offensiver anspielen könnt, was enorm vorteilhaft ist, um die erste Sturmlinie von ihm zu überlaufen können. Und dann habt ihr nämlich diesen Raum in der Mitte, wo ihr extrem gut schnell miteinander kombinieren könnt und durch Läufe in die Spitze eure Stürmer dann halt gib ihm steil, so nach dem Motto gehen. So, das war jetzt sozusagen die Zusammenfassung der 4-3-2-1-Formation. Und wenn ihr offensiver noch besser spielen wollt und bessere
Akzente setzen wollt, dann kann ich euch nur dieses Tutorial, das Mittelmann-Tutorial empfehlen, denn dort erkläre ich euch ein Angriffskonzept, was extrem gut funktioniert und was noch viel wichtiger ist, was ich auch glaube, in der 4-3-2-1 kann das extrem gut durch die Mitte, aber auch durch die Außenverteidiger funktionieren. Deswegen schaut unbedingt rein. Und zum Schluss sage ich wieder, welcome to the new age. Ciao.